Alle Grenzen, hallo zusammen. Für die deutschen Freunde, das war Rätoromanisch, die vierte Landessprache der Schweiz, die nur noch von etwa 30.000 Menschen gesprochen wird und lateinischen Ursprung hat. Ja, ich möchte jetzt das versprochene Video machen zu den Politikern in der Schweiz. Ich werde mich aber bei diesem ersten hauptsächlich auf Berset, alle Berset konzentrieren, weil er gibt am meisten her mit seinen drei Skandalen, die bekannt wurden. Natürlich werden die anderen haben auch ihre Geschichten. Jeder von uns hat seine Geschichten. Einfach dünkt es mich, bei den Politikern sind sie noch ein bisschen, meistens noch etwas schärfer. Also da laufen größere Geschichten als bei Otto Normalo, bei uns. Gut, ich werde mit der ersten Geschichte beginnen. Das war eine Affäre. Er hatte anscheinend eine Affäre mit einer anderen Frau, obwohl er ja glücklich verheiratet ist, mit einer wirklich sehr hübschen Frau und drei Kinder hat. Und diese andere Frau, die hat dann versucht, ihn zu erpressen. Er hat daraufhin sie angezeigt und ein Sonderkommando der Polizei hat dann die Wohnung dieser Frau gestürmt. Dann gab es verschiedene Prozesse und es wurde in der Zeitung auch etwas herumgeschleicht. Aber schlussendlich, soviel ich weiß, ist da nichts Großes draus geworden. Also für ihn hatte das nicht wirklich Konsequenzen. Wahrscheinlich ging es eher der Frau schlecht, die dann nichts bekommen hat. Und wie es ihr heute geht, das weiß man nicht. Jetzt hört man davon einfach nichts mehr. Nun, das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte: Das Schweizer Volk, die meisten, wie auch ich, wussten gar nicht, dass er noch einen Pilotenschein hat. Und auch ein kleines Flugzeug, Privatflugzeug. Mit diesem hat er dann einen Ausflug gemacht und ist versehentlich über die Schweizer Grenze geflogen. Wahrscheinlich hat er da ein bisschen gescholzt. Er wusste nicht mehr, dass es eine Schweizer Grenze gibt. Oder so. Auf jeden Fall haben die französische Militärpolizei, hat ihn dann vom Himmel geholt. Da ist natürlich auch keine Konsequenz entstanden, außer dass sich das Volk lustig gemacht hat darüber, weil schließlich ist er ja ein Bundesrat. Ich werde euch im Abschluss noch einen lustigen Clip versuchen anzufügen oder wenigstens den Link. Wenn es geht zum Anfügen, mache ich das, weil da hat ein Sängerduo einen lustigen Song dazu gemacht. Ja, und nun komme ich zur dritten Story. Die dritte Story, die ist ziemlich jung noch. Herr Berset, in dem Dorf, wo er wohnt, oder Städtchen, da wollten sie eine 5G in der Nähe seines Hauses aufstellen. Er hat sich dann mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, dass diese 5G-Antenne in die Nähe seines Wohnortes und seines Hauses kommt. Und das mit Erfolg. Die Swisscom hat jetzt das zurückgezogen und stellt die Antenne nicht dort auf. Das finde ich auch noch spannend, weil wenn unser Eins versucht hätte, da Einspruch zu erheben, hätte das wahrscheinlich nicht geklappt. Nicht einmal, wenn das ganze Dorf dafür gewesen wäre. Da muss schon ein Bundesrat her. Und dann geht das ruckzuck, zack, zack, und die Wünsche werden erfüllt und einfach ein anderer Ort wird ausgewählt, wo darauf geachtet wird wahrscheinlich, dass keine bekannten Politiker dort sesshaft sind. Das mit dem 5G macht mich auch dahingehend skeptisch. Was hat er da für ein Problem damit? Das ist doch total modern und mir war doch, dass die ganze Politik, die Politiker in der Schweiz, das Zeug wollen. Die wollen doch überall diese Superverbindungen schaffen.
5G aufstellen und Chemtrails in der Luft rumschicken und das Wetter beeinflussen. Ich weiß nicht, wieso hat er da so Mühe damit? Das ist ja völlig modern und doch eigentlich im Sinne unserer Regierung. Steckt da vielleicht doch mehr dahinter? Naja, solche Verschwörungstheorien lassen wir besser die Politiker erzählen, weil uns wird dann sonst noch Nazi nachgebrüllt oder irgendwas Rechtsextremes angehängt. Tja, ihr hört, ich bin immer noch ziemlich heiser, auch krank. Darum werde ich jetzt abschließen. Boah, ich musste kurz abstellen, weil ich so stark husten musste. Und jetzt möchte ich noch kurz erwähnen, was Berses Aufgabe war, es unter anderem auch, dem Volk jeweils diese Maßnahmen, diese Corona-Maßnahmen zu erklären, was ihn natürlich auch weniger beliebt gemacht hat. Und es gab dann, irgendjemand hat dann festgestellt, es gab dann so einen Clip gemacht, weil mit den Buchstaben seines Namens allein Berset, wenn man die umstellt, dann entstehen exakt mit diesen Buchstaben die zwei Wörter lieber Satan. Finde ich schon ein bisschen gemein. Er kann ja nichts dafür, dass er diesen Namen hat und dass das halt so sauber aufgeht. Tja, das ging auch noch eine Zeit lang in WhatsApp und so weiter herum, weil er eben auf Ärger stieß mit seinen Maßnahmen und wurde dann auch bedroht etc. Das finde ich auch nicht so gut, weil die Schweiz ist ein sicheres Land, weswegen ja auch viele Promis gerne hierher kommen. Natürlich neben der Steuerflucht. Tja, ich setze euch noch ein paar Bilder rein zu den anderen Bundesräten, die wir noch haben. Insgesamt sind es 7. Wir sagen denen unsere 7 Zwerge. Wo das Schneeflittchen ist, das weiß ich auch nicht. Am Anfang der Corona-Zeit wäre vielleicht das Schneeflittchen der Herr Koch gewesen, der ganz zuerst diese Maßnahmen dem Volk erklärt hat. Dann hat er sich in die Pension zurückgezogen und Berse hat es übernommen. Tja, alles Gute. Und eben, die Politiker, diese Geschichten, die sind eigentlich in allen unseren 3 deutschsprachigen Ländern ziemlich auf der gleichen Spur. Und ich denke auch Italien und Frankreich sind letztendlich vielleicht doch irgendjemand zusätzlich gehorsam und müssen das verfolgen, was da gewünscht wird. Könnte sein. Tschüss.